was haben wir heute noch zu machen? Zwei Folien sind von letztem Mal noch übrig geblieben. Die schauen wir uns noch an, dann ist die modulare Arithmetik soweit durch. Die kommt dann halt später im anderen Gewand nochmal bei den Äquivalenzrelationen. Dann gibt es heute Relationen und Funktionen sicher. Und es gibt sicher einen Einschub, was Sie für die Prüfung wissen und können sollten. Und vielleicht gibt es einen Schnupperkurs in algebraische Strukturen. Aber das ist halt zeitlich nicht sicher. Deswegen gibt es auch noch keinen Übungszettel, weil je nachdem lasse ich die Aufgaben zu algebraischen Strukturen halt weg oder nicht. Es ist auf jeden Fall klar, dass algebraische Strukturen damit in der Prüfung gar nicht vorkommen. So. Also übrig geblieben wäre noch das hier. Das ist im Grunde genommen, das ist intuitiv irgendwie auch relativ zugänglich. Im Grunde genommen haben wir letztes Mal nur gesagt, diese Addition a mod n plus b mod n, die sagt quasi, ich bestimme von a den Rest, modulo irgendeiner Zahl, also sagen wir mal 3, und von b mache ich das auch, dann addiere ich die und davon bestimme ich wieder den Rest. So ist dieses Plus mit unten n definiert. Und im Grunde genommen haben wir das aber bislang nur so gemacht, dass wir gesagt haben, das a und das b, das sind Zahlen, die könnten selber als Reste vorkommen. Also wenn wir jetzt mal sagen, wir haben modulo 3, dann gucken wir uns an, was heißt das 0 plus 0? Okay, da kommt wieder 0 raus, das liegt auf jeden Fall in der Restklasse 0. 0 plus 1, da kommt wieder 1 raus, ist auch logisch. 1 plus 1 kommt 2 raus, das ist die Restklasse 2. Und wenn das eine einen Rest lässt, das andere lässt einen Rest, dann lässt die Summe einen Rest 2. 1 plus 2 kommt 3 raus, ist eigentlich auch klar, was das ist. Wenn es durch 3 teilbar ist, plus ein Rest von 3, dann ist es eigentlich insgesamt durch 3 teilbar, weil dann kann ich ja die 3 einfach noch einmal mehr reinnehmen. Können wir gleich auch mal im Zahlenbeispiel machen. Und jetzt ist hier aber die Ansage ist jetzt, ach, du kannst eigentlich irgendwelche ganzen Zahlen nehmen. Sagen wir mal 14 und 18, habe ich mir, glaube ich, so als Beispiel überlegt. 14 und 18 modulo 3, dann kann ich das entweder so machen, dass ich sage, das steht hier in dem Satz, dass ich sage, ich rechne erstmal aus, was 14 plus 18 ist. Boah. So, ganz normal, Addition von Zahlen und gucke, was ist da der Rest modulo 3. Oh. Also 14 plus 18 ist hoffentlich noch immer 32. Modulo 3 muss ich jetzt gucken. Oh, 30 könnte durch 3 gehen. 10, also bleibt ein Rest 2. Das ist also auch gleich 2 mod 3. So, und jetzt die andere Rechnung würde sagen, ich rechne 14 modulo 3 plus 3, 18 modulo 3. Ja, das ist also 14 modulo 3, 12 geht, ist Rest 2 dann, 2 mod 3. Mich auch nicht vertan, ja, 14, 2 passt. Ne? So, plus in den Dreierdings 18 modulo 3 ist 0. Ja. Bisschen langweiliges Beispiel. Ah, ich habe modulo 5 genommen ursprünglich. So, okay, jetzt ist es natürlich langweilig. Die sind schon kleiner, also ist einfach 2 plus 0 ist wieder 2 modulo 3. Okay, dann machen wir das selber auch nochmal für 5. 14 plus 18 mod 5, dann haben wir halt noch ein Beispiel gerechnet, 32 modulo 5. 32 modulo 5 ist aber auch 2 mod 5, ne? 30 geht auch durch 5. Und jetzt hier 14 mod 5 plus in dem Fünferdings 18 mod 5, so jetzt 14, da ist 10, da ist das 4 mod 5 plus 5er System 18, 15 ist 3 mod 5, so das wäre dann ja 7
Mod 5 und das ist aber dasselbe wie 2 Mod 5. So, das sieht so aus, als könnte das immer funktionieren. So, jetzt müssen wir das halt allgemein zeigen. Allgemein steht nochmal hier. Wir müssen also zeigen, a plus b mod n ist dasselbe wie a mod n plus n b mod n. Jetzt setze ich mal a Strich soll mal sein a modulo n und b Strich soll mal sein b modulo n. Also hier in dem Beispiel wäre mein a 14, mein b wäre 18, das a Strich wäre dann die 4 und das b Strich wäre dann die 3. So ist das gemeint. Also diese A-Strich und B-Strich, das sind schon die entsprechenden Reste. So, und jetzt gucke ich mir an, was ist A plus B mod N. Wenn das hier so ist, A-Strich ist gleich A mod N, dann kann ich das A schreiben als A-Strich plus irgendein K mal N. Schauen wir uns das auch an. Wieder in dem Beispiel, 4 ist dieser Rest und hier steht 14. Ich kann 14 schreiben als 4 plus 2 mal 5. Und das muss immer so gehen. Ich kann 18 schreiben als 3 plus 3 mal 5. Und bei jeder Zahl, die quasi einen Rest 3 lässt, kann ich das natürlich immer schreiben als 3 plus irgendwas mal die Modulo-Zahl. Und das ist ja gerade die Erklärung von dem Rest. So, okay, das setze ich jetzt hier unten ein. Also ist dasselbe wie, für b mache ich das auch noch. B ist gleich b' plus l mal n und k, l sind Element z in dem Fall. Könnte ja auch eine negative Zahl sein. Steht minus 17 modulo 5, dann hätte ich halt da für das k oder h eine negative Zahl. So, jetzt habe ich hier stehen a Strich plus k mal n plus b Strich plus l mal n modulo n. Ja, Sie sehen vielleicht schon, worauf das hinaus will. Ich will natürlich die A-Strich und B-Strich nur noch da stehen haben, weil dann kann ich nachher zurück einsetzen mit AB-Mod und dann habe ich es fertig da stehen. Das ist noch nicht ganz fertig. Ich sortiere das hier mal etwas anders. Ich schreibe das als A-Strich plus B-Strich plus, Klammer auf, K plus L mal N modulo N. Irgendeine Idee, warum ich das so hinschreibe? Genau, das kann ich also einfach weglassen. Ne? Also bleibt da nur noch stehen A' plus B' modulo N. Das sieht doch jetzt schon ziemlich gut aus, weil A' plus B' modulo N, also die Addition dieser Reste modulo N, das ist ja genau definitionsgemäß das, was wir genannt hatten, A' plus N B Strich. So war das ja genau definiert. Ne? Von den Resten die Summe und das noch modulo n genommen, das war diese Addition modulo n. Also wenn ich zum Beispiel Zweierrest habe und, Dreierrest und Viererrest und ich die addiere, dann kommt erst 7 raus und davon muss ich aber nochmal den Rest nehmen. Da hatten wir definiert diese Addition von Resten. Dieses Plus N war so definiert, dass man sagt, du nimmst den einen Rest, addierst den anderen Rest und dann guckst du wieder, was ist der Rest bezüglich N. Das habe ich jetzt hier nur noch mal hingeschrieben. Ja, und jetzt setze ich wieder zurück ein. A mod N plus N B mod N. Boah.
Es bleibt jetzt Ihnen überlassen, ob Sie das obere überzeugender finden oder das untere. Das untere ist halt ein mathematisch strikter Beweis, das obere sind Beispiele. Aber es ist definitiv so und es wäre auch bei der Multiplikation genauso. Es ist bei zwei ganzen Zahlen egal, ob ich erst die ganzen Zahlen addiere und dann gucke, was der Rest ist, oder ob ich erst gucke, was die Reste sind, die addiere und dann wieder gucke, was der Rest ist. Und das sagt man auch manchmal, der Rest der Summe ist gleich der Summe der Reste oder genauer eigentlich der Satz, der oben drüber steht. Man kann zwei Zahlen zuerst addieren und dann den Rest bilden oder zunächst die Reste bilden und diese modulo n addieren. Beide Verfahren liefern das gleiche Ergebnis. Und das ist irgendwie auch wichtig. Ne? Ja? Na, das plus n ist in diesem Fall wichtig, weil sonst würde am Ende 7 stehen bleiben zum Beispiel. Ne? Also dass wenn ich einfach nur die Summe, deswegen ist auch der letzte Satz nicht ganz präzise. Ne? Da steht ja, der Rest der Summe ist gleich der Summe der Reste. Und das ist nicht ganz präzise, weil diese plus n Addition, hier oben wäre es kein Problem. Ne? Da haut das direkt hin, da addiere ich Zweierrest und Nullerrest und es kommt wieder der Zweierrest raus. Aber wenn ich jetzt hier in der Zeile mal gucke, da kommt ja erst 7 raus. Also wenn ich wenn ich einfach nur 4 mod 5 plus 3, also wenn ich einfach nur 4 und 3 addieren würde, käme ja erstmal nur 7 raus. Und dieses plus n soll sagen, von dem, was als Summe rausgekommen ist, nimm nochmal wieder den Rest. So, und die plus, aber es ist hier die plus n Addition, gibt es nicht, wenn hier vorne steht 7. Also die setzt schon voraus, dass hier ein Rest steht, also was kleiner als 5 ist, und dass hier ein Rest steht, also was kleiner als 5 oder genauer zwischen 0 und 5 ist. Und deswegen bei diesen Additionen oder auch später, wenn ich die Restklassen addiere, schreibe ich sicherheitshalber immer an das Plus unten drunter diese 5, um zu sagen, das ist eine andere Addition. Ne? Immer wenn ich das normale Plus schreibe, so wie hier, ist das auch wirklich das Plus der ganzen Zahlen. Und immer wenn ich das Plus n schreibe, ist das ein Plus, was sich auf Reste bezieht. Und wo dann am Schluss immer noch mal der Rest gebildet werden muss auch. Ja. Genau, es muss dann noch ausgerechnet werden. Das hier ist eigentlich nur ein Zwischenergebnis, ne? Das müsste man so in Klammern setzen. Eigentlich das hier hat als Ergebnis das. Also hier wäre man quasi noch nicht fertig an der Stelle. Das ist sozusagen Nebenrechnung. Hier haben wir halt Schwein, da brauchen wir die Nebenrechnung gar nicht. Da kommt direkt das richtige Ergebnis. Die muss, also genau, es muss bei dieser Plus-N-Addition ist es eigentlich immer so, dass das, was man am Ende hinschreibt, muss ein Rest sein. Also etwas, was bei Division durch 3 oder 5 auch tatsächlich als Rest vorkommen kann. Und das kann 7 ja nicht. Ne? Ich kann nicht durch 5 teilen und als Rest kommt 7 raus. Da habe ich halt falsch gerechnet. Weil die Division sagt ja, ich muss dann einfach nochmal 5 abziehen und dann bin ich bei 2. Und auch wenn es negativ wäre, wäre es auch nicht richtig. Der Rest, die Division mit Rest ist immer so zu machen, dass der kleinste positive Rest rauskommt und der muss immer zwischen 0 und n minus 1 liegen. Anders gibt es das nicht. Das ist die, ja. Ja, da würde ich halt plus n unten unterschreiben. Sie sehen das auf dem letzten Übungszettel zum Beispiel auch. So, ja. Also bei den Resten ist halt immer so weit zu reduzieren, bis man das hat. Man kann das auch anders sehen, das wäre in dieser Restklassensichtweise. Da sagt man, wenn da steht Restklasse 7 modulo 5, dann muss man sich halt dazu denken, dass das eigentlich dieselbe Klasse ist wie 2. So kann man das auch sehen. Aber so die normierte Bezeichnung der Restklassen ist halt die, wo man sagt, man schreibt da wirklich 0, 1, 2, 3, 4 hin, weil dann ist das eindeutig bezeichnet. Und das ist auch irgendwie widersinnig, die Restklasse 7 zu nennen. Das ist irgendwie so total unintuitiv. So. Das mit den Prüfziffern. Ja, da kommt halt manchmal das mit Modulo vor. Ne? Also hier ist halt so ein einfaches für die einfache ISBN. Mittlerweile hat man da ja eigentlich noch 3 weitere Ziffern dazugefügt. Und da funktioniert das so, dass man von vorne nach hinten die ersten,
wie viele Ziffern sind das? 9 Ziffern immer mit 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 mal nimmt, das dann addiert. Und dann muss das so sein, dass die Prüfziffer, wenn man die dazu addiert, auch noch. Und guckt dann, was ist das Modulo 11, dann muss 0 herauskommen. So. Und das Einzige ist, es könnte sein, dass das P10 sein muss. Und für 10 hat man halt keine Ziffer, da schreibt man dann X. Es gibt ja die Reste von 0 bis 10 dann und dann brauchen wir halt für die 10 ein anderes Zeichen. Bei Ihrer Aufgabe ist das leichter, bei EAN 8 ist Modulo 10, da gibt es halt nur 9 Prüfziffern. So. Und dann, also interessante Fragestellen, die da eigentlich dranhängen, sind zum Beispiel, welche Verwechslungen fallen der Prüfziffer auf? Also Prüfziffer sagt ja dann, ist das überhaupt eine gültige Zahl? Und dieses Verfahren dürfte auf jeden Fall die Vertauschung von zwei beliebigen Ziffern erkennen. Das sind ja so typische Sachen, die schiefgehen. Aber es ist klar, dass man nie alle Möglichkeiten von Fehlern ausschließen kann, weil man hat ja nur 9 Prüfziffern und erheblich mehr als 9 verschiedene Zahlen. Und deswegen kann man gar nicht alle Fehler finden. Aber so typische, manche Fehler findet man. Ich glaube zum Beispiel das Verrutschen, es kann dann sein, dass das Verrutschen von einer ganzen Gruppe von Ziffern nicht erkannt wird. Und eigentlich wären das die interessanten Übungsaufgaben dazu. Aber weil wir so wenig Zeit haben, hoffen wir dann, dass Sie das eh nochmal, die Informatiker machen das dann wahrscheinlich eh alles nochmal in anderen Lehrveranstaltungen, wo man sich das richtig ansieht. Wir gucken jetzt hier nur mal rein, wie berechnet man die, wenn man nicht programmieren kann und nur ein Tabellenkalkulationsprogramm zur Verfügung hat. Dann, weil das ist vielleicht hilfreich für das letzte Online-Beispiel. Das Schwierigste ist hier eigentlich das geht erheblich leichter in der Programmiersprache als in der Tabellenkalkulation. Ich muss hier, wenn ich es wirklich so haben will, dass hier die Eingabe der 9 als Zahl ist, da muss ich mir ja jetzt die einzelnen Ziffern rausholen. Und das ist eigentlich schon fast das Schwierigste an der ganzen Tabelle. Der ganze Rest ist ja total easy. Aber ich muss irgendwie an die einzelnen Ziffern kommen. So, jetzt muss ich erstmal wissen, das ist also eine 9-stellige Zahl, die da steht. Bei der 9-stelligen Zahl ist also die vorderste Ziffer eine Zahl, die ist a mal 10 hoch 8. Das ist irgendwie okay, ne? Die erste Ziffer ist irgendwas mal 10 hoch 8, die zweite Ziffer ist irgendwas mal 10 hoch 7, die dritte Ziffer ist irgendwas mal 10 hoch 6. So, das muss ich mir erstmal überlegen. So, jetzt machen wir hier die Groß- und Formelansicht. Groß- und jetzt Formelansicht. Achso, nein. So, reingeklickt, jetzt. So, also, was macht er jetzt, um an die Ziffern zu kommen? Schauen wir mal erstmal in diese Ziffer. Das ist so ein bisschen aufwendig da. Gemacht könnte man auch leichter machen. Ich sage einfach, ich habe in der Zelle B1, da steht meine Zahl. Und jetzt teile ich die Zahl, die da oben steht, durch 10 hoch 9 minus A3. In A3 steht immer drin, A3, A4 und so, welche Ziffer das ist. Hier steht so A, erste Ziffer, zweite Ziffer, dritte Ziffer. 10 hoch 9 minus 1 ist also 10 hoch 8. Also rechne ich hier aus, diese Zahl, die hier oben steht, geteilt durch 10 hoch 8. Da kommt raus 3,44619873. Und wenn ich das habe, sage ich Floor. Floor ist einfach alle Nachkommastellen wegschmeißen. So, und damit habe ich eindeutig die erste Ziffer rausgesucht. Jetzt wird es ein bisschen schwieriger bei der zweiten Ziffer. Klar, da muss ich jetzt durch 9 hoch 7 dividieren. Aber wenn ich das mache, kommt natürlich 34,4 irgendwas raus. Jetzt darf ich nicht einfach die 34,4 die Nachkommastellen weglassen. Dann hätte ich ja 34. Also muss ich noch wieder abziehen, das, was ich in der Zeile davor hatte, nämlich die 3, aber mal 10. Das steht hier hinten. Floor minus, genau das, was hier oben steht, mal 10. So, also ich habe hier, kommt 34 raus, minus 30 und dann habe ich nur noch die 4. Und die Formel ist dann glücklicherweise so, dass ich sie in alle Zellen weiter unten runterziehen kann. Das funktioniert dann immer ganz gleich.
So, da, aber das ist fast der schwierigste Teil, weil jetzt geht es immer nur, jetzt brauche ich den Multiplikator und weil ich faul bin, habe ich hier nicht 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 eingetragen, sondern hier oben hingeschrieben 10 und in die nächste Zeile dann C3, also diese Zelle, minus 1. Und wenn ich das runterziehe, passt er das dann ja immer an und dadurch entsteht dann eben, jetzt muss ich wieder irgendwo reinklicken, entsteht dann 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Könnte ich natürlich auch von Hand reinmachen. Oder in Excel können Sie auch einfach schreiben 10, 9 und fangen dann an zu ziehen, dann macht das auch automatisch. Aber sauber ist das natürlich mit einer Formel. So, und hier hinten, das ist ja Multiplikator, also nehme ich das, was bei B rausgekommen ist, noch mit dem mal C mal. So, und dann addiere ich das alles nachher brav und dann rechne ich noch aus, was das Modulo 11 ist. So, also was hier diese Summe Modulo 11 ist. Und jetzt muss das aber ja so sein, dass die Prüfziffer ergibt sich, wenn ich das Ganze von 11 abziehe. Weil die Summe, also das hier plus sozusagen die Prüfziffer, also das, was hier als Ergebnis rauskam, Moment, ich schalte mal wieder um, das, was als Ergebnis rauskam, 8 plus die Prüfziffer soll ja dann modulo 11 0 ergeben. Also ziehe ich das, was hier rauskommt, von 11 ab, weil dann weiß ich sicher, dass das, wenn ich es wieder dazu addiere, 0 Rest beim Dividieren durch 3. So funktioniert das. Und ganz ähnlich funktioniert das bei EAN 8. Der wesentliche Unterschied ist, hier stehen andere Faktoren. Und damit sollten Sie jetzt das Tabellenbeispiel sehr leicht gelöst bekommen. Gut. Aber ist eigentlich nicht so ein schönes Beispiel, weil das Schwierigste ist hier die Ziffern herauszusuchen mit diesem Floor. Und das würde man halt informatisch eigentlich ganz anders machen. Ne? Da sage ich einfach, ich wandle das in String um und dann nehme ich das erste, zweite, dritte, vierte, fünfte Zeichen. Das geht ja viel leichter als diese mathematische Rechnerei. Aber das geht halt in der Tabellenkalkulation normalerweise nicht, weil man keine Stringfunktionen hat. So, jetzt muss ich hier mal wieder mal sehen, dass ich richtig wechsle. Ja, so passt. Das war das gewesen. Ja, hier sind noch ein paar Literaturhinweise. Irgendwann gibt es auch Literaturhinweise zum letzten Kapitel. Die habe ich nur nicht rechtzeitig geschafft, wegen Pfingsten und so. Beziehungen und Verknüpfungen, strukturell erfassten Relationen, Funktionen und algebraische Strukturen. Das machen wir jetzt ganz zum Schluss. Fangen wir mal mit den Relationen an. Relationen sind eigentlich so ein bisschen uninteressant. Das ist super, um in so ein Thema einzusteigen. Erstmal sagen, dass es langweilig ist. Na, das Problem ist, Relation ist halt ein unglaublich allgemeiner Begriff. Also es gibt ganz wenige Dinge, die keine Relationen sind. Aber es gibt Äquivalenzrelationen und es gibt Ordnungsrelationen und die sind total wichtig. Aber Relation ist halt fast alles. Deswegen ist das so für sich genommen etwas langweilig. Um das noch langweiliger zu machen, habe ich auch direkt die formalstmögliche Definition aufgeschrieben. Sind A und B zwei nicht leere Mengen? Vielleicht geht das auch für leere Mengen, aber das ist noch langweiliger. Jede Teilmenge des kartesischen Produkts von A und B heißt eine zweistellige Relation. So, jetzt ist das so ein bisschen, was ist denn das kartesische Produkt von zwei Mengen und so? Das kann man auch so sagen. Stellen Sie sich vor, also Sie haben hier die Menge A, die hat halt gewisse Objekte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 zum Beispiel. Und die andere Menge hat auch 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Und jetzt mache ich so eine Art Kreuztabelle. In den, was habe ich da genommen? Die A definieren mal die Zeilen so runter und die B sollen mal die Spalten definieren. Und jetzt sage ich, wenn A in Relation steht, also wenn dieses A1 mit dem B3 in Relation steht, dann mache ich da mal ein Kreuz hin. So, also jetzt muss man immer an irgendwas denken. Sagen wir mal, A und B sind Studierende und dann sagt man, die waren schon mal in derselben Lehrveranstaltung. Da mache ich dann ein Kreuz rein. So. Könnten sogar, also von zwei verschiedenen Studiengängen meinetwegen, damit das auch nicht dieselbe Menge ist. Sagen wir, hier sind die Informatikstudierenden, ist die eine Menge und die Lehramtsstudierenden ist die andere Menge. Und jetzt mache ich überall dort ein Kreuz, wo zwei von denen schon mal dieselbe Lehrveranstaltung besucht haben. Dann hätte ich eine Relation. So. Aber ich könnte auch sagen, sind Studenten, dann würde ich ja überall ein Kreuz machen, wäre auch eine Relation. Oder würde ich sagen, studieren nicht mehr,
Da würde ich bei gar keinem Kreuz machen, wäre auch eine Relation. Jede Möglichkeit, irgendwie in diese Tabelle Kreuze reinzumachen, ergibt eine Relation. Und deswegen ist das halt ein sehr allgemeiner Begriff. Also sie, wenn sie keins machen, wenn sie alles ankreuzen, wenn sie irgendwo Kreuze machen, alles sind Relationen. Hier mal grafisch dargestellt, ein paar Relationen, da sieht man auch ganz gut den Unterschied zu Funktionen. Es ist immer so, ein Punkt bedeutet hier, die Zahl steht in Relation. Steht in Relation, schreiben wir jetzt immer mit so einem großen R dazwischen. Erstmal, y steht in Relation mit x, wenn y kleiner gleich x ist, zum Beispiel bei dem ersten. So, da guckt man nach. Bei 1 ist nur die 1 kleiner gleich x, 2 ist nicht kleiner gleich 1, da kommt kein Kreuz hin. Okay, bei der 2 ist die 1 ist kleiner gleich 2, machen wir einen blauen Fleck hin. Und die 2 ist auch kleiner gleich 2, machen wir auch einen blauen Fleck hin. Und so geht das immer weiter. Und dann kriegen wir genau diese untere, alles unter der ersten Hauptdiagonalen, kriegt einen blauen Fleck. So, beim nächsten sagen wir, die Zahlen y und x sollen in Relation stehen, wenn die bei Division durch 3 denselben Rest lassen. Können wir auch wieder nachgucken. Das ist bei der 1, die lässt natürlich denselben Rest wie die 1. Das nennt man später dann auch reflexiv. Die 1 lässt denselben Rest wie die 1. Die 4 lässt auch denselben Rest wie die 1, da kommt ein blauer Fleck hin. Die 7 lässt denselben Rest wie die 1 und die 10 lässt denselben Rest wie die 1, kommt auch ein Fleck hin. Da sieht man, aha, da entstehen so Parallelen zu der ersten Hauptdiagonale von dieser Relation. So, und dann bei dem letzten ist das so gemacht, dass immer die ganzen Teile angemalt sind. Und da ist es natürlich auch klar, da sieht man auch wieder, das ist auch reflexiv, wie wir später sagen werden. Jede Zahl ist Teiler von sich selbst. Deswegen haben wir wieder alle Punkte auf der Hauptdiagonalen angefleckt. Und jetzt haben wir zum Beispiel bei der 4 haben wir angefleckt die 1, die 2 und die 4. Und so entsteht dann das Bild. Und da hat man ein Bild, wo nie was ist, was in der oberen Hälfte liegt, was klar ist. Weil in der oberen Hälfte sind die Zahlen ja größer. Die können ja dann keine Teiler davon sein. Und man hat halt unten die, wo man unten 2 Flecken hat, das sind genau die Primzahlen. Die, wo man 3 Flecken hat, das sind die Quadrate von Primzahlen. Die, wo 8 Flecken sind, das hatten wir in der letzten Übung. Ne, so, und das ist dann die Relation. Und man kann sich jetzt noch eine ganze Reihe andere Relationen ansehen, müssen wir nicht unbedingt machen. Man könnte das mal ausprobieren. Eins können wir vielleicht mal ausprobieren, um mal eins gesehen zu haben, wo man auch, also hier ist es ja jetzt noch immer so, dass für jedes x hier auf der x-Achse wir tatsächlich irgendwelche Punkte auch haben. Also jedem x wird tatsächlich, zu jedem dieser x steht auch tatsächlich mindestens ein y in Relation. Das ist aber gar nicht zwingend. Das muss nicht so sein. Das wäre auch eine Relation, wenn zum Beispiel bei 2 gar keine Flecken wären. Und die Relationen sind auch relativ leicht herstellbar. Deswegen gehen wir da vielleicht trotzdem noch mal rein. Vielleicht auch mal eins, wo die Hauptdiagonale nicht dabei ist. Das ist vielleicht auch interessant zu sehen. So, hier brauche ich jetzt, glaube ich. Also hier ist das halt als Skript. Hier ist immer die Bedingung, die ich anpassen muss. Hier habe ich jetzt mal y ist kleiner gleich a. Dann hatten wir gesagt, ist das so unten drunter. Jetzt mache ich das mal für y ist größer gleich a. Ja, dann ist es halt die obere Hälfte, ist eh klar. So, y ist gleich a, ist ein bisschen langweilig. Control-Enter. Sehen Sie, wenn man kein Informatiker ist, vergisst man immer das zweite Gleichheitszeichen. Y ist gleich a. So, dann sieht das so aus. Und jetzt ungleich, da muss man, glaube ich, so ein Ausrufezeichen davor machen. Ne? So, da haben Sie auch mal eins, wo die Hauptdiagonale nicht dabei ist. Und jetzt mache ich Ihnen mal eins, wo nicht jeder einen zugeordneten hat. Wir könnten ja mal sagen, die stehen in Relation genau dann, wenn wenn das mal a mal genommen 12 ergibt. Also y steht in Relation zu x genau dann, wenn y mal x 12 ist. Gut, jetzt schauen wir mal, wie das aussieht. Da lachen die Informatiker, weil er wieder das zweite gleich vergessen hat. So, und jetzt schauen Sie mal hin. Ja, für 2 gibt es einen Fleck, da ist die 6 mit in Relation. 2 mal 6 ist 12. Für 3 ist ein bisschen blöd, weil der hier die Achsen nicht gleich skaliert. Das Problem ist, dass in diesem Trinket ich hier das Grid nicht festlegen kann. Also für die 3 steht
die 4 in Relation, für die 4 steht die 3 in Relation, für die 5 steht nichts in Relation. Es gibt keine andere ganze Zahl, die ich mit 5 mal nehmen kann, sodass da 12 rauskommt. Also bei der steht gar nichts in Relation. So, bei der 6 steht dann wieder die 2 in Relation, bei der 8 steht nichts in Relation, für 8 finde ich keine ganze Zahl, die ich mit 8 mal nehmen kann, sodass 12 rauskommt. Und hier hinten müsste ein Fleck bei der 12 sein für die 1 und danach findet man überhaupt keine Flecken mehr. Das ist aber trotzdem eine Relation, weil bei der Relation war nur die Anforderung, irgendeine Teilmenge des kartesischen Produkts. Und ich habe gesagt, sogar wenn da gar kein, ne, wenn da gar nichts ist, wenn da gar kein Fleck wäre, wäre es immer noch eine Relation. Und da merkt man schon, dass es eigentlich zu allgemein, weil man will ja dann immer gewisse Aussagen über die Dinge treffen. Also das Ziel ist ja jetzt, dass ich dann sage, für alle Relationen gilt irgendwas normalerweise. Und für alle Relationen kann man eigentlich fast nichts sagen, weil die haben halt wenig Eigenschaften. Aber für Äquivalenzrelationen kann man dann gewisse Sachen sagen. Oder für Ordnungsrelationen kann man gewisse Sachen sagen. Oder man kann Äquivalenzrelationen und Ordnungsrelationen benutzen, um dann wieder andere Strukturen damit zu beschreiben. Und deswegen gucken wir jetzt auf Äquivalenzrelationen, beziehungsweise bevor wir das machen, gucken wir auf Eigenschaften von Relationen. Erstmal noch ein paar Beispiele, das ist ja ganz hilfreich, was alles Relationen sein können. Wenn man mal Mengen nimmt, also A und B sind Elemente der Potenzmenge irgendeiner Grundmenge, dann kann man sagen, A steht in Relation mit B genau dann, wenn A eine Teilmenge von B ist. Das ist auch wieder ein gutes Beispiel dafür, dass man eine Relation hat, wo gar nicht zu jeder Menge eine in Relation steht. Und wenn ich jetzt die Menge habe, da sind meinetwegen die Zahlen 1, 2, 3 drin. Und ich habe die Menge, da sind die Zahlen 5, 6, 7 drin. Dann stehen die nicht in Relation. Also es steht, da gibt es keine Relation. So, aber es gibt sozusagen 1, 2, 3 und 1, 2. Da ist 1, 2 eine Teilmenge von 1, 2, 3. Also steht 1, 2 in Relation zu 1, 2, 3. Aber 1, 2, 3 steht nicht in Relation zu 1, 2, weil 1, 2, 3 ist ja keine Teilmenge von dem Dings. So, das wäre da. Dann, wenn G und H Geraden sind, irgendwie in der Ebene oder im Raum, das kann man sich aussuchen, ist egal, dann kann man sagen, zwei Geraden stehen in Relation, wenn sie zueinander parallel sind. Da merkt man sofort, das ist was, was wir später symmetrisch nennen werden. Es ist eigentlich egal, ob ich sage, die Gerade G ist parallel zu der Gerade H oder die Gerade H ist parallel zu der Gerade G. Das macht keinen Unterschied. Wohingegen bei dem oberen das offensichtlich nicht der Fall ist. Es ist nicht dasselbe zu sagen, A ist eine Teilmenge von B, wie zu sagen, B ist eine Teilmenge von A. Also das ist offensichtlich nicht symmetrisch, wie wir später sagen werden. Was die beiden gemeinsam haben, man sagt auch, wenn eine Gerade identisch ist zu einer anderen Gerade, nennt man die auch parallel. Oder jede Menge ist auch eine Teilmenge von sich selbst. Also die werden wieder reflexiv. Dann P ist ein Punkt, G ist eine Gerade, dann ist auch eine Relation zu sagen, P liegt auf der Gerade. Das habe ich nochmal als Beispiel genommen, weil das ein Beispiel dafür ist. Hier ist es gar nicht vernünftig zu fragen, ob das symmetrisch oder sowas ist. Weil das ist nur in eine Richtung definiert. Sind ja Punkte was anderes als Geraden. Ich kann gar nicht fragen, liegt die Gerade in dem Punkt? Ich könnte nur sowas machen, die inzidieren miteinander. Dann hätte ich wieder was symmetrisch ist. Also dass ich sage, die inzidieren genau dann, wenn entweder der Punkt auf der Geraden liegt oder die Gerade durch den Punkt läuft. Aber dann wäre das von der ganzen Definition schon wieder ganz symmetrisch. So, und auch so Alltagsbeziehungen sind Relationen. Wenn A und B irgendwelche Menschen sind, dann ist eine wichtige Relation, zum Beispiel für das Erbrecht, A ist verwandt mit B. Verwandt heißt, die haben irgendwelche gemeinsamen Ahnen. Ehefrauen sind verschwägert und alle Leute, die mit der dann in den Ahnen der Dings sind, sind verschwägert mit einem. Das ist was anderes. So, und da gibt es auch ist weder verwandt noch verschwägert, ist eine Relation, ne, in der dann bestimmte Leute stehen. Ich nehme an, mit den meisten von ihnen bin ich weder verwandt noch verschwägert. So, okay, dann. Und da merkt man auch, einige davon sind symmetrisch. Jetzt A ist Sohn von, ist eher nicht symmetrisch.
Wenn hier jemand mein Sohn wäre, bin ich aber nicht sein Sohn. Also das gibt es nur bei Futurama oder so, wo die dann in die Zeit zurückreisen und sich selber zeugen oder sowas. Aber im wahren Leben gibt es das natürlich nicht. Das ist irgendwie nicht symmetrisch. Aber es sind alles auch Relationen. Und man kann die ganzen Eigenschaften, die wir nachher haben, auch auf solche Relationen im Prinzip anwenden. So, jetzt gibt es ganz sackvolle Eigenschaften, die man sich ansehen kann. Das ist auch ein bisschen redundant. Also da sind einige drin, die bräuchte man nicht unbedingt, weil man aus Kombinationen von welchen andere sich zusammenbasteln kann. Also das erste ist mal reflexiv. Das hatten wir schon oft, wenn etwas mit sich selbst in Beziehung steht. Also wenn ich jetzt sage, ist ein Teil davon, dann ist das reflexiv, weil jede Zahl ist ein Teil von sich selbst. Wenn ich sage, ist der Vater von, dann ist das normalerweise irreflexiv, wie man sagt. Es kann gar nicht sein, dass jemand sein eigener Vater ist. So, oder anderes Beispiel, wenn man nicht sowas haben will. A, kleiner gleich. B, reflexiv. Jede Zahl ist kleiner gleich sich selbst. Aber A, kleiner. B, irreflexiv. Keine Zahl ist kleiner als sie selbst. Und das wäre jetzt Zahlenbeispiele. Symmetrisch, wenn A in Relation mit B steht, steht B auch in Relation mit A. Gutes Beispiel, sind Geschwister, ist symmetrisch, aber ist der Bruder von, ist nicht symmetrisch, weil auch der Bruder, wenn ich der Bruder von meiner Schwester bin, dann ist sie aber trotzdem nicht mein Bruder, sondern meine Schwester. Also da merkt man, das ist nicht symmetrisch. So, aber symmetrisch ist, sind Geschwister. Oder kann man auch anders sagen, haben dieselben Eltern. Wobei man dann noch wieder unterscheiden kann, sind es legistisch dieselben Eltern oder sind es biologisch dieselben Eltern und so weiter. Aber da wollen wir jetzt mal nicht weiter drauf eingehen, weil sie studieren ja nicht Wirtschaft und Recht. So, und dann hätten wir noch asymmetrisch und antisymmetrisch. Das sind so die zwei Fälle, die da sonst auftreten können, wenn es nicht symmetrisch ist. Das Strengere ist asymmetrisch. Da sagt man, das taucht wirklich nie auf, dass etwas zu sich selbst, also dass sozusagen die Umkehrung gilt. Und dann gibt es dieses antisymmetrisch ist, wenn A in Relation zu B steht und B steht in Relation zu A, das tritt wirklich nur für den Fall auf, dass das eigentlich dasselbe war. Also nur, das heißt sozusagen, die sind eigentlich asymmetrisch, außer jedes Element steht mit sich selbst in Beziehung. Kommt gleich aber eh ein Beispiel, wo man das dann auch sieht, dass das tatsächlich auch auftritt. Also das Strengere ist asymmetrisch, das sagt, es ist immer so, wenn A in Relation zu B steht, dann steht B nicht in Relation zu A. Beispiel wäre wieder Vaterrelation. Niemand, wirklich niemand ist sein eigener Vater. So, und für das andere kommt gleich ein Beispiel. So, dann transitiv ist, wenn A in Relation mit B steht und B steht in Relation mit C, dann steht auch A in Relation mit C. Das ist bei sehr, sehr vielen Relationen so, aber auch nicht bei allen. Wenn A der Vater von B ist und B ist der Vater von C, dann ist trotzdem nicht A der Vater von C, sondern A ist der Großvater von C. So, aber wenn Sie jetzt nehmen, ist ein Vorfahre von, dann wird es schon wieder funktionieren. A ist ein Vorfahre von B, B ist ein Vorfahre von C. Funktioniert es dann? Ja, ne? Dann ist A auch ein Vorfahre von C. Gut, aber jetzt mit weniger malerischen Beispielen kann man sich eigentlich alles klar machen an diesen typischen Ordnungsrelationen. Kleiner ist irreflexiv, ne? Keine Zahl ist kleiner als sie selbst. Es ist transitiv, wenn A kleiner als B ist und B kleiner ist als C, dann ist auch A kleiner als C. Es ist asymmetrisch, also wenn A kleiner als B ist, dann ist niemals B auch kleiner als A. Das gibt's gar nicht. Wenn A kleiner als B ist, dann gibt es nicht, dass gleichzeitig auch B kleiner als A ist. Das gibt es für keine Zahl. Das ist asymmetrisch. Kleiner gleich ist reflexiv, weil jede Zahl ist kleiner gleich als sie selbst. Es ist transitiv, wenn A kleiner gleich B ist und B kleiner gleich C, dann ist A kleiner gleich C. Und da haben wir den Fall mit antisymmetrisch. Es gibt den Fall, dass A kleiner gleich B und B kleiner gleich A. Das gibt es wirklich nur dafür, dass die Zahlen gleich sind. Wenn sie echt kleiner sozusagen wäre, dann würde es das nicht geben. Also das ist dieser Fall, wo das eine rausfällt. Das nennt man dann antisymmetrisch.
So, gleich ist ganz viel. Das ist reflexiv, transitiv und symmetrisch. Da braucht man, glaube ich, auch nicht drüber reden. Das ist auch so ein bisschen langweilig. Wenn A gleich B ist und B ist gleich C, dann so. Und interessant ist noch das Ungleich. Das ist irreflexiv. Keine Zahl ist ungleich sie selbst. Oder auch keine Menge wäre ungleich sie selbst. Das ist nicht transitiv. Da denkt man vielleicht erst, ah, warum denn eigentlich? War ganz leicht, ne? Nehmen Sie mal, 30 ist ungleich 15 und 15 ist ungleich 30. Aber es ist nicht 30 ungleich 30. Da muss man aufpassen. Ne? Das ist nicht transitiv. Aber es ist symmetrisch. Ne? A ungleich B ist dasselbe wie B ist ungleich A. Nicht transitiv kommt eigentlich gar nicht so oft vor. Das ist so ein bisschen ungewöhnlich. So, jetzt haben wir mal die ganzen Eigenschaften gesehen. Ja, die setzen sich jetzt so langsam, weil wir wollen natürlich, auch für die letzte Vorlesung, gibt es natürlich den Versuch mal zu gucken, was ist davon so übergekommen. Also bitte, es kommen jetzt immer dieselben vier Relationen, es wird nur die Eigenschaft gefragt, das ist eine andere. Also die erste, zwei Zahlen stehen in Relation. Sie können hier, bei den Zahlen denken Sie einfach immer an natürliche Zahlen. Zwei natürliche Zahlen stehen in Relation, wenn ihre Summe kleiner als 100 ist. Zwei Mengen stehen in Relation, wenn sie eine leere Schnittmenge haben. Dann darunter steht zwei Zahlen A und B stehen in Relation, wenn A ein Teiler von B ist. Und A steht in Relation, es können übrigens mehrere richtig sein, ne? Und A steht in Relation zu B, wenn A ein Bruder von B ist. Man sollte ein Bruder schreiben, der Bruder klingt so exklusiv. Gut, also ich wundere mich gerade, dass man die Ergebnisse schon sieht, da habe ich was falsch eingestellt. Es gibt diesen kompetitiven Modus, dann sieht man das erst nicht, was die anderen eingegeben haben. So beeinflussen die schnell, die langsam. So, schauen wir mal. Sind Relationen, welche dieser Relationen sind symmetrisch? 8 von 13 klingt doch ganz gut. Wir müssen ja auch noch ein paar andere Sachen schaffen heute. Du. Das wäre meine Meinung. Ich hoffe, ich habe mich nicht vertan. A teilt B ist sicher nicht symmetrisch. Ne? 2 teilt 4, aber 4 teilt nicht 2. Brauchen wir ja immer nur ein Gegenbeispiel. A ist der Bruder von B, habe ich eigentlich schon gespoilert. Weil könnte ja auch Schwestern geben. Ne? Also das funktioniert nicht. Geschwister wird funktionieren. A plus B kleiner 100 funktioniert. Ne? Also wenn 3 plus 2 plus 97 ist 100, dann ist auch 7 plus 2 kleiner als 100. Und das gibt es nie anders. Weil die Addition ist ja kommutativ. Ne? Also deswegen ist das symmetrisch. Okay. Ja, Sie müssten sozusagen gucken, also die Zahlen stehen in Relation. Hier würde zum Beispiel, es steht 1 in Relation mit allen Zahlen, die kleiner als kleiner gleich 98 sind. Ne? Wenn wir jetzt mal nur natürliche Zahlen nehmen. 1 steht in Relation zu 2, 3, 4, 5, so 98. Und 98 steht auch in Relation zu 1. Zwar nur in Relation zu 1, ist aber egal. Also 1 steht in Relation zu 98 und 98 steht in Relation zu 1. 2 steht in Relation zu 1 und 1 zu 2, weil wenn ich die beiden addiere, kommt was raus, was kleiner als 100 ist. Also zwei Zahlen sollen da immer in Relation stehen, wenn ihre Summe kleiner als 100 ist. Ja. Hier könnten Sie als Argument, wenn Sie das begründen sollten, jetzt in der Prüfung zum Beispiel, dann würde ich einfach schreiben, a plus b kleiner 100, also a plus b kleiner 100, daraus folgt b plus a kleiner 100, weil die Addition kommutativ ist. Und damit ist klar, dass wenn a in Relation zu b steht, steht b auch in Relation zu a. Weil ich kann die Rollen von a und b einfach vertauschen. Und immer wenn das so ist, dann ist das ja symmetrisch. Also es ist ja völlig egal, was ich als erste und zweite Zahl nehme. Für die Übung schon mal als Tipp, da kommt GGT von A und B ist gleich 1.
Ist das für den GGT wichtig, was ich als erste oder zweite Zahl nehme? Ist auch symmetrisch. Wenn ich sage, zwei Zahlen stehen in Relation, wenn sie teilerfremd sind, ist das auch symmetrisch. Aber wenn bei Teiler eben nicht. Ne? A ein Teiler von B ist nicht symmetrisch. Es ist nicht automatisch B auch ein Teiler von A, wenn A ein Teiler von B ist. Da geht das nicht. Aber einige Sachen kennen wir, wo das so ist. Schauen wir mal weiter. Jetzt kommt die nächste Frage. Wie schaut es denn aus mit reflexiv? Selbe Relationen hoffentlich, ja. Also, wo stehen die zu sich selbst in Relation? Was steht davon zu sich selbst in Relation? Jetzt müssen wir quasi immer überlegen, a plus a kleiner 100. Mit dem Bruder, das ist so eine Sache. Ne? Mit dem Bruder, das ist echt so eine Sache. Bin ich mein eigener Bruder? Ich tendiere dazu zu sagen, nein. Ja. Ich halte nicht, ich habe schon genug Brüder, ich muss mich nicht noch für meinen eigenen Bruder halten. Also bin ich der Meinung, das ist definitiv nicht. Bei dem A muss ich gleich noch mal überlegen, da kann es sein, dass ich einen Denkfehler hatte. Bei den anderen bin ich mir sehr sicher. So, also da bin ich mir absolut sicher, dass es richtig ist. Ich überlege jetzt gerade noch bei dem a plus b kleiner 100, warum das nicht stimmt. Das habe ich mir vorhin so flockig überlegt, aber jetzt überlege ich mal. Zu dieser Relation gehören alle Zahlen, für die es irgendeine andere Zahl gibt, so dass, wenn sie dazu addiert wird, 100 rauskommt. Also es gibt zum Beispiel, gehört da die 89 dazu. Weil bei der 89 könnte ich zum Beispiel die 10 dazu addieren. Und für die 89 finde ich eine Zahl, die ich dazugeben kann, so dass dann was rauskommt, was in Summe kleiner 100 ist. Aber 89 plus 89 ist nicht kleiner als 100. Also die steht zu sich selbst nicht in Relation. Ja, aber es reicht, es muss ja für alle gelten. Ne? Also es muss für alle A gelten, sie stehen zu sich selbst in Relation. Es gibt Zahlen, alle nämlich bis 49, ne? 50 geht schon nicht mehr, 50 plus 50 ist 100. Für alle bis 49 gilt es, aber danach gilt es nicht mehr. Und die Aussage ist aber, es muss sozusagen für jede Zahl gelten, sie steht in Relation zu sich selbst. Sonst hätten wir auch bei anderen Stellen teilweise Probleme, ne? dass wir sagen könnten, es gibt ein paar Zahlen, zum Beispiel, wenn man sowas mit Vielfachen und so macht, dann kommt man auch in das Problem. Bei manchen Zahlen klappt es dann und bei anderen nicht. Es ist immer gemeint, und so steht es, glaube ich, auch auf der Folie vorher, für alle A gilt, sie stehen zu sich selbst in Relation. Und das ist eben nicht der Fall. Jetzt bei GGT zum Beispiel wäre wieder ein gutes Beispiel, was ich eigentlich nicht erzählen sollte, weil das ein Übungsdings ist. Aber Sie haben jetzt halt den Bonus, dass Sie es dann in der Vorlesung gehört haben und ich schneide das nachher aus dem Video raus. Beim GGT ist es ja so, der GGT von 1 und 1 ist 1. Ne? Also 1 steht in Relation zu sich selbst, aber gar keine andere Zahl. Es gibt ja keine andere Zahl, wo man sagen kann, der GGT der Zahl mit sich selbst ist 1. Nur bei der 1. So, und dann ist das nicht reflexiv. Es ist dann auch nicht irreflexiv. Ne? Also das wäre jetzt die andere Frage, wer ist das irreflexiv? Und da hätten Sie recht, ist es auch nicht, weil es gibt Zahlen, die zu sich selbst in Relation stehen. Also hier hätten Sie ja eigentlich mal ein schönes Beispiel für eine Relation, die ist weder reflexiv noch irreflexiv. Das gibt es auch. Weil es ist weder so, dass für alle Zahlen so ist, dass die mit sich selbst in Relation stehen, noch ist es so, dass es für alle Zahlen so ist, dass sie nicht mit sich selbst in Relation stehen. Und die Fälle gibt es auch, da gibt es ja nur keinen Namen für. Die sind weder reflexiv noch irreflexiv. Gut, was kommt jetzt wohl? Vermutlich transitiv. Ich glaube, ich habe die Brudersache falsch. Die könnten transitiv sein. Ich glaube, die Brüder sind transitiv. Das habe ich, glaube ich, falsch. Ja, also muss man, ich kann das am besten, so muss man überlegen. A ist der Bruder von B.
Und B ist der Bruder von C. A ist der Bruder von B und C. Ja, ich muss so machen. A ist der Bruder von B, ist die eine Voraussetzung. A ist der Bruder von B und die zweite Voraussetzung, B ist der Bruder von C. Ist dann auch C der Bruder von A, ist die Frage. Wieso nicht? Gegenbeispiel? Naja, das zählt nicht, das zählt nicht. Na, wir müssen dann schon uns darauf einigen. Ich habe halt wieder gedacht, da könnte auch irgendwas mit Schwester reinkommen, aber das funktioniert nicht. Ne? A ist der Bruder von, sagen wir mal, Andreas ist der Bruder von Sophie. Da geht aber gar nicht, dass ich sage, Sophie ist der Bruder von irgendwem. Ne, das ist dann auf jeden Fall, wer männlich ist. Und dadurch wird es transitiv. Das habe ich falsch. Ne, das habe ich einfach falsch angegeben. Ne, das war der Denkfehler. Da funktioniert das. So, jetzt bei Teilbarkeit ist es irgendwie klar. 2 teilt 4, 4 teilt 8, also teilt 2 auch 8. Das funktioniert. Könnte man ja hinschreiben, ausrechnen. Wenn man das zeigen würde, würde man es wieder so schreiben, dass man sagt, A teilt B heißt ja eigentlich, dass B kann ich schreiben als irgendein K mal A. Und dann kann ich sagen, B teilt C. Das heißt, das C kann ich schreiben als irgendein L mal B. Und dann kann ich also das C schreiben als ein L mal K mal A. Und damit ist sofort klar, dass das C durch A teilbar ist. Weil da steht K mal L mal A und das ist auf jeden Fall durch A teilbar. Wäre ein ganz, ganz einfacher und schöner Beweis an der Stelle. So, mit den leeren Mengen, warum glaube ich nicht, dass das transitiv ist? Das ist wieder derselbe Trick wie mit dem Ungleich. Das ist ja eigentlich sehr ähnlich. Ich könnte sagen, die eine Menge, nämlich 1, 2, 4, geschnitten mit 3, 5, 7, ergibt eine leere Menge. Und 3, 5, 7 geschnitten mit 1, 2, 4, ergibt eine leere Menge. Und 1, 2, 4 geschnitten mit 1, 2, 4 ergibt 1, 2, 4. Aber müsste ich noch nicht mal, ich könnte sogar hinten schreiben 1, 2. Dann wäre es noch nicht mal dieselbe Menge. Das ist definitiv nicht transitiv. Diese Sachen, die letztlich auf Ungleichheit rauslaufen, sind nie transitiv. Deswegen haut das nicht hin. Und das obere ist auch richtig, dass das nicht transitiv ist. Weil auch da könnte ich wieder diesen Trick machen, dass ich meinetwegen sage, 51 plus 48 haut hin und 48 plus 51 haut auch hin und 51 plus 51 haut aber nicht hin. Auch da nicht transitiv. Wenn man will, findet man also auch nicht transitive Relationen. Jetzt drücke ich wieder falsch. So, bis zum Ende des Semesters hat er nicht geschnallt, wie seine Technik funktioniert. Irgendwer hat das auch böse, ganz böse in die Evaluation reingeschrieben, Lehrveranstaltungsevaluation, aber ich nehme das ja mit Humor. Eine binäre, also was sind jetzt Äquivalenzrelationen? Das sind die Relationen, die reflexiv, transitiv und symmetrisch sind. Wenn die reflexiv, transitiv und symmetrisch sind, dann nennt man die auch Äquivalenzrelation. Und um klarzumachen, dass das so ein bisschen was anderes ist als eine allgemeine Relation, schreibt man die gerne mit so einem halben ungefähr Gleichzeichen, also mit so einer geschlängelten Linie dazwischen. Ein paar Beispiele. A gleich B ist eine Äquivalenzrelation. Ja, die Identität nennt man die Relation auch. Ist reflexiv, A ist gleich A, ist symmetrisch, wenn A gleich B ist, ist B auch gleich A, ist transitiv, wenn A ist gleich B ist und B ist gleich C, dann ist A ist auch gleich C. So, weiter. Nächstes mögliches Beispiel, A, B, Element Z und C, Element N ohne 1 und dann die Restklassen genommen, also A steht in Relation mit B, genau dann, wenn A und B beim Teilen durch C denselben Rest lassen. Warum muss man da die 1 rausnehmen? Weil beim Teilen durch 1 wird gar kein Rest gelassen. Gibt es gar keine Restklassen. Also das wird nicht funktionieren. Modulo 1 gibt es nicht. Modulo fängt erst bei 2 an. So, nächste Äquivalenzrelation sind, Geraden sind parallel. Das ist offensichtlich auch reflexiv. Jede Gerade ist zu sich selbst parallel. Das ist symmetrisch. Und wenn die Gerade parallel zu der ist und die Gerade ist parallel zu der, dann ist auch die erste zu der dritten parallel. Das ist auch ein typisches Beispiel. Dann ganz wichtige Äquivalenzrelation in der analytischen Geometrie. Wenn U und V Pfeile in der Ebene sind und die sind parallel gleich zueinander, dann gehören die zum selben Vektor, sagt man auch. Und dann sind die äquivalent. Also die sind gleich lang, parallel
und haben die Spitze auf derselben Seite. Gehören die beiden Pfeile zum selben Vektor, wie man dann später sagt. So, dann auch eine ganz wichtige Relation, zwei Zahlenpaare A, B und C, D aus den natürlichen Zahlen sollen in Relation stehen. Genau dann, wenn gilt, A mal D ist gleich B mal C, da weiß man nicht so genau, warum man das eigentlich machen soll. Schreiben Sie das A und B mal so hin, dass da steht, A durch B ist äquivalent dann, wenn das C durch D. Dann sehen Sie, das ist einfach die Definition von den Bruchzahlen. Zwei Brüche sind genau dann gleichwertig, wenn Sie den Zähler des einen Bruchs mit dem Nenner des anderen Bruchs mal nehmen und umgekehrt, und da kommt dasselbe raus. So führen einige Leute in der Analysis Bruchzahlen ein, wenn die einen konstruktiven Aufbau der Zahlen machen. So, und dann auch A und B sind prüfungsaktive Studierende der VU, elementare diskrete Mathematik. Auf diesen ist eine Äquivalenzrelation, A geht in dieselbe Übungsgruppe wie B. Und das ist auch reflexiv, transitiv und symmetrisch. Prüfungsaktiv, damit sie überhaupt in eine Übungsgruppe gehen. So. Ja, was sind jetzt Äquivalenzklassen? Wenn man alle Elemente zusammen, also wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich nehme Herrn Wospernick raus und suche mir alle anderen Studierenden aus der Vorlesung, die in dieselbe Übungsgruppe wie Herr Wospernick gehen, dann ist das die Äquivalenzklasse Wospernick. Alle Leute, die in dieselbe Übung gehen wie Herr Wospernick, sind die Äquivalenzklasse Wospernick. So. Und natürlich ist dann klar, die Äquivalenzklasse könnte ich auch Marchetti nennen. Weil die Frau Marchetti geht zufällig in dieselbe Übungsgruppe wie der Herr Wospernick. So, ich könnte die auch Übungsgruppe Fohns nennen, weil der Herr Fohns geht auch in die Übungsgruppe. So, okay. Ja, also das macht dann klar, ich kann die verschieden bezeichnen, aber die Menge ist das. So, und jetzt wenn Sie jetzt an die Division mit Rest denken, Modulo-Rechnung, ist das auch so. Also alle Zahlen, die denselben Rest beim Teilen durch 3 lassen, liegen in der Äquivalenzklasse zum Beispiel 1. Da liegt die 1 drin, da liegt die 4 drin, da liegt die 7 drin und so weiter und so fort. Ja. So. Und da könnte ich die natürlich auch 1 nennen, 4 oder 7. Das wäre immer dieselbe Äquivalenzklasse. Aber da ist es sehr naheliegend, dass ich die 1 nenne, weil das hat irgendwie so eine natürliche Logik, das so zu machen, weil das tatsächlich der Rest ist. So. So, und dann gibt es die Quotientenmenge. Das ist sozusagen die Menge aller Restklassen. Hier wäre das die Menge, die beiden Übungsgruppen enthält, zum Beispiel. Ne? Also die Menge, die enthält Übungsgruppe A, Übungsgruppe B. So. Oder bei Division durch Rest habe ich als Quotientenmenge die Menge, die enthält 0 und alle zu 0 äquivalenten Zahlen, 1 und alle zu 1 äquivalenten Zahlen, 2 und alle zu 2 äquivalenten Zahlen. Das nennt man dann die Quotientenmenge. So, jetzt gibt es so einige Sätze, die sich fast nicht lohnen zu beweisen, weil wir so wenig Zeit haben. Wenn R eine Äquivalenzrelation in der Menge A ist, dann sind zwei Äquivalenzklassen genau dann gleich, wenn deren Repräsentanten zueinander äquivalent sind. Ja, da könnte man jetzt noch viel rumtun. An sich ist das aber ziemlich offensichtlich. Zunächst mal, wenn man die Gleichheit von zwei Mengen zeigt, das ist vielleicht noch wichtig, sollte man ja eigentlich immer zeigen, dass eine ist eine Teilmenge, also A ist eine die Äquivalenzklasse A ist eine Teilmenge von der Äquivalenzklasse B und die Teilmenge B ist eine Äquivalenzklasse von der Teilmenge A. Das ist hier so ein bisschen langweilig, weil die Äquivalenz symmetrisch ist, dann ist das irgendwie schon automatisch klar, aber daraus kriegt man ganz schnell dann die andere Seite raus. Also wir sagen mal, machen wir vielleicht doch noch den Anfang, damit man sowas mal gesehen hat. Das wollte ich zeigen, die A-Äquivalenzklasse ist, wenn das hier gilt, A ist gleich B-Äquivalenzklasse, dann folgt daraus, jedes beliebige A, was ich daraus nehme, steht auch in Relation zu dem B. So, und jetzt schreibe ich das hier mal so ein bisschen anders hin. Also hier gilt, es gilt insbesondere, gilt A-Äquivalenzklasse ist eine Teilmenge vom B-Äquivalenzklasse.
So, jetzt muss ich nachgucken, wie das dann weitergeht. Vorhin schön aufgeschrieben. So. Jetzt ist das wohl so, dass das A natürlich in derselben Äquivalenzklasse liegt wie das A. Also A ist Element Äquivalenzklasse A. So, und jetzt argumentiere ich einfach darüber, dass ich sage, naja, wenn A eine Teilmenge von B ist und A ist in der Äquivalenzklasse A enthalten, dann ist das natürlich auch in dem B enthalten. A ist in A und daraus folgt, A ist in B enthalten. So, und B ist aber, B ist definiert als alle C mit C steht in Relation zu B. Also kann ich aus dem hier jetzt folgen, A steht in Relation zu B. Und damit habe ich die eine Richtung bewiesen. So, und jetzt für die andere Richtung. Jetzt könnte man das für das B auch noch machen und so weiter, egal. Das war die Hinrichtung und jetzt machen wir die Rückrichtung. Die Rückrichtung, A steht in Relation zu B. Daraus folgt, A Schlängel ist gleich B Schlängel. So, also das mache ich so. A Schlängel B gilt und außerdem weiß ich, und B wieder, ne, hier, ist die Menge aller Cs, die zu B in Relation stehen. Daraus folgt aber, A ist Element in B. Schlingel. So. Und umgekehrt ist natürlich auch so, weil das eine symmetrische Relation ist. B-Schlingel A bedeutet B-Schlingel A und A ist gleich die Menge aller C, die zu A in Relation stehen. Daraus folgt, B ist Element in A. So, und das gilt aber für alle A, für die ist A steht in Relation mit B, gilt A muss dann Element in B sein und umgekehrt muss auch gelten für alle B. B steht in Relation zu A, da muss B in diesem A drin sein. Jetzt muss ich das hochschieben, damit Sie das auch noch sehen können. So, okay. Also für alle A gilt, wenn A in Relation zu B steht und B ist so definiert, definitionsgemäß, dass das die Menge aller Cs ist, die zu B in Relation stehen, dann ist A da sicher drin. Also, alle A's sind im B drin und alle B's sind im A drin und damit gilt dann insgesamt A ist gleich B. So. Weil alle Elemente, die ich irgendwie aus dem A rausnehme, sind im B drin und alle Elemente, die ich aus dem B rausnehmen kann, müssen im A drin sein. Ja, ein bisschen langweilig. So, weiter. Was gibt es so für Äquivalenzklassen, damit man das mal sieht? Also wenn man die Relation nimmt, A ist gleich B, ist das ein bisschen langweilig. Zum Beispiel auf den reellen Zahlen sage ich, die sind äquivalent, wenn sie gleich sind. Da kommen als Äquivalenzklassen wieder alle reellen Zahlen raus. Weil da wird sozusagen nichts vergröbert. Das ist ein bisschen langweilig. U und V sind Pfeile in der Ebene und U ist, steht in Relation mit V genau dann, wenn U ist parallel gleich zu V, dann ergeben sich als Äquivalenzklassen die Vektoren. Also ein Vektor ist eigentlich eine unendliche Menge von Pfeilen in der Ebene, die gleich lang, parallel und gleich gerichtet sind. Einige von Ihnen haben das mit sehr ehrgeizigen AHS-Lehrern haben das vielleicht auch so kennengelernt und sonst wird das definitiv so definiert in Schulmathematik lineare Algebra. So, also da definieren wir das auch so. Dann AB, mit dieser Relation ergeben sich als Äquivalenzklassen gerade die positiven rationalen Zahlen oder die Bruchzahlen. Das sieht man nicht so sofort, aber wenn man da genauer hinguckt, ne, wenn ich jetzt dieses A, B Zahlen ein paar Mal so schreibe, dass da steht A durch B, dann steht da A durch B wird identifiziert mit C durch D, genau dann, wenn kreuzweises Multiplizieren dasselbe ergibt. Und das ist genau das, ne? Ein Halb wird identifiziert.
identifiziert mit 2/4 zum Beispiel. Oder ein Halb wird identifiziert mit 3/6. Und für ein Halb und 3/6 ist das so, 1 mal 6 ist dasselbe wie 2 mal 3. So, und so vergröbern sie sozusagen die Zahlenpaare, sie identifizieren alle, die quasi solche Gleichvielfachen voneinander sind, und dadurch erhalten sie letztlich die Bruchzahlen. Ähnlich kann man das für die negativen Zahlen machen, da sieht die Relation etwas anders aus. Dann das, was wir eigentlich schon hatten, wenn Sie sagen, zwei Zahlen stehen genau dann in Relation zueinander, wenn Sie denselben Rest beim Teilen durch C lassen, das ergibt genau die Restklassen modulo C. Also die 0er, 1er, 2er und so weiter Klasse sind dann die Äquivalenzklassen. Und für alle Menschen ist A hat dieselben Eltern wie B, bezeichnet man die Äquivalenzklassen als Geschwister. Das setzt allerdings voraus, dass Einzelkinder ihre eigene, also das ist sozusagen der reflexive Abschluss gemeint. Die Geschwister Fruns könnten wir auch sein, wenn ich ein Einzelkind bin. Sozusagen, ja. Also, was ich nicht bin, aber so, das ist da vorausgesetzt, sonst würden gewisse Sachen nicht gelten. Und die haben halt interessante Eigenschaften, das müssen wir jetzt nicht unbedingt beweisen, können wir so ein bisschen plausibilisieren. Die Quotientenmenge einer Äquivalenzklasse bildet das, was man eine Partition nennt. Man nimmt die Menge her und zerlegt die in lauter disjunkte Teilmengen. Also in lauter Teilmengen, die keine Schnittmengen miteinander haben, paarweise. Das passiert bei Äquivalenzklassen. Das kann man sich mal überlegen. Wir machen das immer am Beispiel von, meinetwegen, Restklassen bei Division durch 2. Das ist besonders leicht. Da hat man nur die geraden Zahlen, lassen Rest 0, die ungeraden Zahlen lassen 1. Die natürlichen Zahlen werden dann aufgeteilt in 2 Teilmengen, gerade Zahlen und ungerade Zahlen, die haben keine Schnittmenge. Und bei Division durch 3 wäre das genauso. Es gibt keine Schnittmenge von den Zahlen, die beim Teilen durch 3 Einserrest und Zweierrest lassen. Die Schnittmenge ist definitiv leer. Das sind verschiedene Zahlen. Weil jede dritte Zahl lässt den Rest 0, jede dritte Zahl lässt den Rest 1, jede dritte Zahl lässt den Rest 2. Die haben aber keine Schnittmengen. Das ist wirklich feinsäuberlich in verschiedene Klassen eingeteilt. Alle Elemente von A sind wirklich enthalten. Das ist auch relativ logisch am Beispiel der Restklassen. Mehr als 0, 1, 2, 3 als Reste kann nicht vorkommen. Da gibt es jetzt keine Zahl, die durchs Raster fällt. Bei geraden und ungeraden Zahlen, es gibt keine Zahl, die weder gerade noch ungerade ist. Einige Leute glauben nicht, dass 0 gerade ist, aber ich glaube, dass 0 gerade ist. Außerdem ist 0 eh keine natürliche Zahl. So. Und es gibt erst recht keine leere Restklasse. Es gibt nicht das, also das kann nicht auftreten, weil wenn Sie da hinschreiben, die Restklasse, wo AI drin ist oder AJ, dann ist ja immer schon mal zumindest das AJ drin. Also da kann auch nichts schief gehen. Und das nennt man dann eine Partition einer Menge. Und die sind insofern interessant, weil das Vergröberungen letztlich der Menge sind, mögliche Vergröberungen der Menge, auf denen man aber wieder Operationen durchführen kann. So, dann kann man noch sagen, was ist die feinste Äquivalenzrelation in einer Menge? Ist immer die identische Relation. Wenn Sie sagen, zwei Zahlen stehen nur dann in Relation miteinander, wenn sie gleich sind, dann haben Sie nachher in der Quotientenmenge genauso viele Elemente, wie Sie in der Menge selbst hatten. Wenn Sie sagen, zwei natürliche Zahlen sollen nur dann in Relation zueinander stehen, wenn das wirklich dieselbe Zahl ist, dann haben Sie nachher natürlich wieder die natürlichen Zahlen. Weil in jeder Äquivalenzklasse ist nur die eine Zahl selbst drin. So, und die allergröbste Äquivalenzrelation ist die Allrelation. Sie sagen also, zwei natürliche Zahlen sollen dann in Relation zueinander stehen, wenn sie durch 1 ohne Rest teilbar sind. Kommt die Allrelation raus. Ne? Dann haben sie einfach alle natürlichen Zahlen. Liegen alle in derselben Klasse drin. Quotientenmenge ist die Menge, wo quasi die Menge der ganzen natürlichen Zahlen als Element drin liegt. Das ist die gröbste Unterteilung. Und dazwischen gibt es halt dann mehr oder weniger feine Unterteilung. Aber interessant ist eben, dass es immer solche Partitionen bildet. Also man alle erwischt und aber auch alle feinsäuberlich irgendwo eingeteilt sind. Merkt man auch wieder Übungsgruppen, gutes Beispiel. Niemand soll in 2 Übungsgruppen sein. Es soll keine leeren Übungsgruppen geben. So, dafür sind das eigentlich ganz vernünftige Anforderungen.
So, jetzt hier mit den Restklassen. Das ist eigentlich nur, damit man mal ein paar verschiedene Schreibweisen gesehen hat. Das hier ist die ganz vornehme Schreibweise. Da haben die sogar noch ein eigenes Relationszeichen. Da schreibt man B mit diesen drei Gleichheitszeichen da. Das liest man B kongruent A modulo N. Also zum Beispiel 4 kongruent 1 modulo 3. Das ist das, was wir bislang so geschrieben haben, dass wir gesagt haben, 4 modulo 3 ist gleich 1 modulo 3. Das kann man auch in dieser Kurzschreibweise hier oben schreiben, wo man hier vorne gar nicht das Modulo noch dazu schreibt, sondern das dann so hinten in Klammern. Oder wenn man sozusagen aufzählend die Menge hinschreiben will, dann würde man das so machen, dass man sagt, in der Restklasse A, also zum Beispiel in der Restklasse 3, liegen alle Zahlen, die sind, der Restklasse 3 beim Teilen durch 3 ist ein bisschen blöd, nehmen wir die Restklasse 0 beim Teilen durch 3, da liegen alle Zahlen drin, die sind 0, oder 0 minus 1 mal 3, 0 minus 2 mal 3, minus 3 mal 3, oder 0 plus 1 mal 3, plus 2 mal 3, so ist das da gemacht. Oder auch wenn die Restklasse 1 wäre, dann ist da auch drin 1 minus 3 mal 3, 1 minus 3 mal 2, so, und wir müssen ja nicht immer Restklasse modulo 3 nehmen, modulo 5 wäre dasselbe. Wenn Sie sagen, die Restklasse 1 modulo 5, da liegen alle Zahlen drin, die sind entweder die 1 selbst oder 1 minus 3 mal 5, 4 mal 5, 5 mal 5, 6, 5 und so weiter, geht es nach links immer weiter und nach rechts geht immer weiter, die liegen alle in der Restklasse drin. So könnte ich die Menge auch aufschreiben. So, und damit wird auch unmittelbar klar, dass diese Restklassen genau dann gleich, also dass wir in derselben Restklasse sind. 1 liegt in derselben Restklasse wie 17 modulo 2, weil beide, ne, weil 16 durch 2 teilbar ist. Also der Unterschied, wenn der Unterschied durch 2 teilbar ist, wenn der Unterschied zwischen diesen Zahlen durch die Zahl teilbar ist, dann liegen die in derselben Restklasse. Das ist manchmal ganz hilfreich. Weil damit kann man dann zum Beispiel zeigen, dass es genau n verschiedene Restklassen modulo n geben kann, nur es gibt mindestens n Restklassen, weil, dann machen wir mal, es gibt höchstens n Restklassen, fangen wir damit an, weil es nicht mehr Reste geben kann. Der Rest kann ja nicht größer als die Zahl sein. Und es gibt mindestens so viele Restklassen, weil die Vision mit Rest eindeutig ist, also tatsächlich auch jeder dieser Reste vorkommt. So. Gut. Ja, und dann hier unten, das Lemma 7,5 ist eigentlich nur der Satz 613, den wir schon hatten, wo nochmal steht, es ist egal, ob ich zuerst Zahlen addiere und gucke, also das liegt sozusagen, die Summe von zwei Zahlen liegt in der Restklasse der Summe, steht da anders hingeschrieben. Das ist wirklich nur Satz 613 anders aufgeschrieben mit dieser Restklassenschreibweise. Nur damit man das mal gesehen hat, jetzt blättern wir schnell weiter. Also, was ist eigentlich eine Funktion? Das ist eher so, wie man es in der Schule macht, wenn a und b irgendwelche Mengen sind und f ist eine ominöse Vorschrift, dann bezeichnet man das Triple aus den beiden Mengen und f, das ist dann schon was, was in der Schule immer verloren geht, dann als Funktion, wenn diese Vorschrift, wie auch immer die sein mag, jeden Element aus a in eindeutiger Weise ein Element aus y zuordnet und man schreibt dann kurz auch f von x ist gleich y. Beispiele und Gegenbeispiele, wenn wir auf den reellen Zahlen sind, ist f von x gleich 7x² plus 5x minus 4 eine Funktion, weil es gibt für jedes x tatsächlich auch ein y, also ein f von x in den reellen Zahlen. Und wenn ich irgendwie zwei f von x habe und die sind verschieden, dann gehören die nicht zum selben x. Also es hat hier kein x zwei Funktionswerte, das meint eindeutige Zuordnung. Es hat jedes x tatsächlich ein zugeordnetes f von x und es hat ein x nicht verschiedene. So, f von r nach r mit 1 durch x ist keine Funktion, weil für 0, wenn ich da was einsetze, kommt halt nichts raus. Also da ist die eine Bedingung verletzt. F von n nach n mit f von x ist gleich 3x minus 5 ist keine Funktion, weil wenn ich 1 da einsetze, da kommt daraus 3 minus 5 ist gleich minus 2 und minus 2 ist auch wieder keine natürliche Zahl, haut also nicht hin. Könnte ich aber ganz schnell eine Funktion daraus machen, indem ich schreibe, die Funktion geht von n nach z.
Und das ist auch das, weswegen ich sage, immer gucken, was steht da eigentlich als Mengen dabei. Also ob was eine Funktion ist, hängt immer davon ab, welche Mengen man auch dazu gibt. Auch selbst dieses Zweite ist lösbar, wenn Sie Non-Standard-Analysis machen und hyperreelle Zahlen dazunehmen, dann können Sie 1 durch 0 teilen. Das hat dann einen konkreten Wert. So, aber das heißt nicht umsonst Non-Standard-Analysis. Selbst unter den Mathematikern machen das nur die Spinner. So. A von n, 1 durch n ist eine Funktion, die von n nach r läuft. R hätte ich gar nicht unbedingt nehmen müssen, es hätte Q plus auch gereicht. Und die Teileranzahlformel, die jeder Zahl n die Anzahl der Teiler von n zuordnet, ist auch eine Funktion, die von n nach n läuft. Wenn wir jetzt hingehen, das ist jetzt wieder Tipp für das Übungsblatt, und würden sagen, ich nehme die Funktion, die ordnet einer Zahl all ihre Teiler zu, dann ist das keine Funktion, wenn ich sage von n nach n. Weil die hätte ja dann mehrere, also jede Zahl hat eigentlich mehrere außer der 1. Das würde nicht funktionieren. Aber wenn ich jetzt hingehe und bin ganz gefuchst und sage, die Funktion geht von n in die Potenzmenge von n, also in die Menge aller Teilmengen von n, und sage, jeder Zahl wird die Menge aller ihrer Teiler zugeordnet, dann ist das aber auf einmal wieder eine Funktion. Weil jeder Zahl wird in eindeutiger Weise eine Menge zugeordnet. Das funktioniert. Also auch da merkt man, es hängt halt sehr davon ab, was man als diese Mengen hernimmt. So, und jetzt, Achsenspiegelung ist auch eine Funktion, die läuft halt vom R-Quadrat ins R-Quadrat rein. Ist nicht so spannend. Jetzt kann man das auch etwas formaler hinschreiben. Funktionen sind spezielle Relationen. Entscheidend sind die folgenden Eigenschaften. Die Relation ist links total. Das heißt, für jedes A aus A gibt es wirklich ein B aus B, so dass A mit B in Relation steht. Das ist genau dasselbe, was ich vorhin aufgeschrieben habe mit, es gibt für jedes X ein F von X aus der Menge B, nur anders hingeschrieben. Und dann dies rechts eindeutig bedeutet, für alle A in dieser Menge A ist das so, wenn A steht in Relation mit irgendeinem B aus der B-Menge und A steht in Relation mit irgendeinem B', dann ist das eigentlich so, dass B und B' dieselben sind. So, das ist etwas umständlich hingeschrieben dafür, dass man halt sagt, es gibt nur einen, genau einen Funktionswert. Man schreibt dann hin, wenn ich meine, ich hätte zwei verschiedene Funktionswerte gefunden, dann stelle ich eigentlich bei näherem Hinsehen fest, das sind dieselben. Das schreibt man immer so etwas umständlich hin. So, und jetzt kann man sagen, genau so eine linkstotale, rechtseindeutige Relation nennt man eine Funktion. Also die Relation zusammen mit den Dings. Warum macht man das so umständlich? Da ist das Wort Vorschrift weg. Und das macht das nochmal eine ganze Ecke allgemeiner als die andere Definition, weil da einfach nur steht, die Grundlage ist irgendeine Relation. Und eine Relation ist was ganz Allgemeines, irgendwelche Punkte aus dem Dings. Aber da muss nicht irgendwie geschlossen als Vorschrift aufschreibbar sein. So, noch einige Bezeichnungen. Das ist auch wichtig, weil es da manchmal Verwirrungen gibt. Es gibt die Definitionsmenge. Manchmal sagt man auch Definitionsbereich. Dieses Wort Bereich verwendet man vor allem dann, wenn die Mengen Zahlbereiche sind. Also die Menge könnte ja zum Beispiel auch die Menge der Teilnehmer dieser Lehrveranstaltung sein. Sie sind aber kein Zahlbereich. Die Frau Marchetti ist ja keine Zahl. So. Und auf ihn ist auch keine Anordnung. Jetzt haben wir leider die Ordnungsrelation nicht gemacht. Auf ihn ist auch in keiner Weise eindeutig eine Anordnung definiert. Das wäre für einen Zahlbereich wichtig. So, dann sagt man eher Definitionsmenge. Und wenn die Mengen Zahlbereiche sind, sagt man auch Zahlbereich. So, dann gibt es B, heißt normalerweise die Zielmenge oder der Zielbereich. Und bei schlechten Autoren auch Wertemenge und Wertebereich. So, warum bei schlechten Autoren? Weil das nicht ganz eindeutig ist. Also die Zielmenge ist ja mal das, wohin abgebildet wird. Es ist aber nicht verlangt, dass alles auch wirklich getroffen wird. Also wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich hatte diese Funktion von n in r rein, 1 durch n, ja, die irrationalen Zahlen werden aber gar nicht getroffen. Und wenn ich 1 durch irgendeine natürliche Zahl teile, da kommt ja nie was Irrationales bei raus. So.
Aber trotzdem sage ich, die Zielmenge sind die reellen Zahlen. Gucken wir weiter. Eher, also die Punkte, die auf dem Graphen liegen oder alle Zahlen, alle Paare x, x, f von x, die nennt man den Graph von f. So. Wobei man den nicht unbedingt als so ein Bild hinmalen können muss. Wenn das jetzt zum Beispiel von den R4 in den R4 geht, kann man das eh nicht so schön malen. Aber dann heißt trotzdem die Menge aller Paare x, x und f von x heißt dann immer noch der Graph der Funktion. So, und das zu A gehörige B nennt man auch das Bild, wenn man das Ganze eine Abbildung nennt, oder den Funktionswert von A. Weil Funktion und Abbildung ist in der Mathematik genau dasselbe. Gibt es auch wieder schlechte Autoren, die sagen, Funktion heißt das nur bei Zahlbereichen. Na, so eng wird das eigentlich nicht gesehen. Funktion und Abbildung ist genau dasselbe. So, und man schreibt dann auch f von a ist gleich b, das kennen Sie eh. Und jetzt gibt es die Bildmenge. Das ist der Teil der Zielmenge, der tatsächlich auch getroffen wird. Das nennt man die Bildmenge. Jetzt gibt es wieder schlechte Autoren, die nennen das die Wertemenge. Und schlechte Autoren deswegen, ich will nicht unbedingt schlechte Autoren sagen, es ist einfach so, dass das nicht eindeutig festgelegt ist. Bildmenge und Zielmenge ist bei allen Autoren dasselbe, aber sie finden ungefähr 50% der Leute, die nennen die Zielmenge Wertemenge, und sie finden ungefähr 50% der Leute, die nennen die Bildmenge die Wertemenge. Und das ist verwirrend, weil definitiv die Bildmenge ist nicht zwingend dasselbe wie die Zielmenge. Es kann sein, dass sie gewisse Elemente der Zielmenge gar nicht treffen. Und die Funktionen, wo man die ganze Zielmenge als Bild trifft, die haben ja dann sogar einen eigenen Namen. Die heißen dann Surjektiv. Das kommt jetzt gleich auf der nächsten Folie. Deswegen bin ich kein großer Fan von Wertemenge und Wertebereich. Auch Schulbücher schwanken. Also die eine Hälfte schreibt das so, die andere Hälfte schreibt das so. Das ist ein bisschen blöd. Es gibt halt keinen König der Mathematik, der jetzt sagen könnte, es ist jetzt auf alle Zeiten so. Und das hat sie jetzt verschieden eingebürgert, leider. Jede Funktion ist nach Definition links total und rechts eindeutig. Wir können diese Eigenschaften auch etwas anders hinschreiben mit dieser Schreibweise. Dass etwas rechts eindeutig ist, kann man so hinschreiben, wenn die Funktionswerte verschieden sind, dann müssen auch die Argumentwerte verschieden sein. So, Argument nennt man ja das x auch. Spezielle Funktionen haben dann zusätzlich noch andere Eigenschaften. Und zwar können die auch rechts total sein. Das meint, links total heißt ja einfach nur, ich finde für jedes x tatsächlich auch ein f von x, was ich dem zuordnen kann. Das könnte in die Hose gehen. Bei 1 durch x geht es in die Hose, wenn Sie sagen, Sie lassen dazu, dass alle reelle Zahlen eingesetzt werden. Dann finden Sie nicht dafür das eine nichts. Dann ist das nicht Funktion. Und jetzt ist die andere Sache, ich finde tatsächlich auch für alle Funktionswerte irgendein Urbild. Also irgendwas, was darauf abgebildet wird. Ich kann irgendein Dings aus der Zielmenge rausnehmen. Ich finde immer irgendwas, was darauf abgebildet wird. Das ist auch nicht verboten, wenn das 2 oder 3 oder 4 sind. Wichtig, jetzt könnte ich als Beispiel könnte ich zum Beispiel nehmen, die quadratische Funktion von den reellen Zahlen in die positiven reellen Zahlen ist definitiv surjektiv. Sie finden für jede positive reelle Zahl irgendeine Zahl, wo Sie die Wurzel einfach ziehen und dann, also Sie finden irgendeine reelle Zahl, die darauf abgebildet wird. Sie finden sogar nicht nur irgendeine, Sie finden sogar immer zwei. Weil Minuswurzel und Pluswurzel. Das ist aber surjektiv, ich finde wirklich immer ein. So, und links, und deswegen wäre zum Beispiel, also was nicht geht, wenn Sie jetzt sagen, Plus, Minus, Wurzel als Funktion hernehmen, weil dann würde ich ja immer zwei Dings finden, da hätte ich dann oben dieses rechts eindeutig verletzt. So, jetzt links eindeutig meint, es ist sogar auch eindeutig umkehrbar. Also ich, wenn ich irgendein, das heißt zwei verschiedene x haben immer auch verschiedene Funktionswerte. Also es landet sozusagen, sehen wir gleich noch in dem Pfeildiagramm, es landen auf keinem y, landen zwei verschiedene x, werden darauf abgebildet. Da wäre jetzt das x² ein schlechtes Beispiel, wenn mal das Minus und das Plus darauf abgebildet werden. So, und wenn es beides ist, dann nennt man es auch bijektiv. So, hier ist das mal als Bild.
injektiv sagt Ihnen Folgendes, also erstmal, dass es eine Funktion ist, heißt, von jedem Fleck, der da in dem A-Kringel drin ist, geht überhaupt mal ein Pfeil weg. Und injektiv heißt, jedes Element in B wird von höchstens einem Pfeil getroffen. Das heißt, ich kann die Pfeile wieder zurückgehen und das ist dann eindeutig. Höchstens einem. Dass da hinten so ein Kringel ist, der gar nicht getroffen wird, das ist mir egal. Darüber ist sozusagen nichts gesagt. Aber es ist wichtig, jeder Kringel wird von einem... So, jetzt bei den Kringeln stellen Sie sich halt lauter Zahlen dran vorgeschrieben, ne, und dann sagen Sie, jede Zahl wird höchstens auf 1 abgebildet. So, und Surjektivität wieder, ganz klar ist, von jedem Element in A geht ein Pfeil weg. Und surjektiv meint jetzt, jedes Element in B wird auch tatsächlich von einem Pfeil getroffen. Und auch hier ist es wieder so, also es stört mich überhaupt nicht, dass da ein Element von 2 Pfeilen getroffen wird. Wichtig ist nur, da vorne dürfen keine 2 Pfeile weggehen. Also es darf von keinem von dem A dürfen 2 Pfeile weggehen. Da hätte ich eine uneindeutige Zuordnung. Aber hinten 2 getroffen, da bleibt das Funktion. Und surjektiv heißt einfach nur, hinten gibt es jetzt keinen Solo-Kriegel, der nicht von irgendeinem Pfeil getroffen wird. So, und dann kann man das für gewisse Funktionen auch noch so machen. Nämlich dann, wenn man sagt, A und B sind tatsächlich Zahlbereiche, dann kann ich das auch so denken immer, dass ich sage, ich stelle die in so einem Koordinatensystem dar. Und dann kann ich sagen, dass etwas überhaupt Funktion ist, heißt, wenn ich so eine Parallele zu der Y-Achse hernehme und schleife die jetzt so durch so entlang der X-Achse, dann wird also jeder Parallele zur X-Achse wird mindestens einmal irgendwie auch getroffen. Wenn da jetzt merken Sie auch, bei dem 1 durch X haben Sie eine Lücke, nämlich genau da, wo die Y-Achse selbst liegt. Da wird dann auf einmal der Graph nicht getroffen. Deswegen ist das auf ganz eher keine Funktion. Der Trick, den man dann natürlich macht, ist, man nimmt die Null einfach aus der Definitionsmenge raus und dann ist es wieder eine Funktion, weil an allen anderen Stellen wird es getroffen. So, und jetzt kann man sich genauso überlegen, was heißt rechts eindeutig, jede Parallele zur Y-Achse wird auch nur einmal getroffen. Deswegen ist diese so quer reingelegte Wurzel keine Funktion, die würde ja immer zweimal getroffen. Und jetzt umgekehrt, bei surjektiv und injektiv, ist das einfach um 90 Grad gedreht. Jede Parallele zur X-Achse für surjektiv wird mindestens einmal getroffen. Und zur X-Achse, jetzt gehe ich so hoch und gucke, wird da wirklich alles getroffen. Und dann für links eindeutig wird die auch höchstens einmal getroffen, damit ich es dann umkehren kann. So, und auf der Basis hätte ich dann auch den Dings. So, jetzt will ich aber, auf der Basis hätte ich dann auch die Umkehrfunktion. So, das brauchen wir aber jetzt nicht. Was ich Ihnen noch ganz schnell zeigen will, obwohl wir drüber der Zeit sind, sind die Sachen, die für die Prüfung wichtig sind. Das ist ja vielleicht nicht so schlecht. Außerdem ist eh noch keiner da von der anderen Übungsgruppe. Elementare Kombinatorik, man muss Anzahlen bestimmen können mit Hilfe von einfacher Summe- und Produktregel, Prinzip von Ein- und Ausschluss und nur mit den 3 Zählprinzipien, Variation mit, ohne Wiederholung und Kombination ohne Wiederholung. Also nicht Kombination mit Wiederholung. Das schenke ich Ihnen, dass Sie das nicht können müssen. Das ist dieser komplizierte Fall da mit den, zum Beispiel mit diesen, wenn ich sage, ich teile irgendwie das Parlament, wie viele Möglichkeiten gibt es, die Parlamentssitze an 3 Parteien zu verteilen. Da komme ich in diesen Kombinationen mit Wiederholung-Fall rein. Die 3 einfacheren Fälle, ja, der Fall nicht. Peano-Axiome und vollständige Induktion, das ist das Einzige, was Sie können müssen, ist, Beweise mit vollständiger Induktionsführen. Und das schreibe ich hier hin. Induktionsanfang notieren, sagen, was der Induktionsschluss ist, sagen, von welcher Induktionsvoraussetzung Sie ausgehen. Die 3 Dinge sind mir wichtig. Gegebenenfalls nochmal in dem Video nachgucken, wie der Fons das so aufschreibt. Mengenaussagen, Beweise, das ist so indirekt wichtig. Ich erwarte halt, dass wenn ich da so einen geschweiften Bogen nach oben schreibe, dass Sie dann wissen, dass das Symbol ist für Schnittmenge zum Beispiel oder wenn ich so schreibe, für Teilmenge. Also das muss man wissen. Und es kann natürlich sein, dass an irgendeiner Stelle ein kurzer Beweis zu führen ist. Zum Beispiel zeigen Sie, dass diese Relation transitiv ist. Und da bräuchten Sie so ein bisschen Logik. Oder dass Sie zum Beispiel wissen, wenn ich zeigen soll, dass etwas nicht transitiv ist, dann reicht ein Gegenbeispiel. Also dafür ist eigentlich dieser Abschnitt wichtig. Ich zeigen soll, etwas gilt nicht, eine Allaussage gilt nicht, reicht ein Gegenbeispiel. Alle Aussagen beweisen, reicht ein Beispiel nicht.
sondern muss man allgemein argumentieren. Dafür war der Abschnitt wichtig. Und theoretisch könnte ich auch eine Aufgabe stellen, dass ich sage, ah, das und das, diese Mengen oder diese Aussagen sind gleich, zeige das mit einer Wahrheitstafel. Weil aber eher nicht, weil das dauert ja Jahre. Das ist ja die halbe Prüfung nur damit beschäftigt. Aber theoretisch würde das gehen. Ich glaube es aber eher nicht, dass ich das mache. Ich habe es mal sicherheitshalber hingeschrieben. Ich glaube es eher nicht. Stellenwertsystem ist eh klar und schön einfach. Zahlen von und in andere Stellenwertsysteme umrechnen und in einem anderen Stellenwertsystem rechnen, ohne umzurechnen. Also addieren und multiplizieren. So wie dieses eine GeoGebra-Beispiel. Das muss man da können, sonst nichts. Primfaktorzerlegung sollten Sie bestimmen können und Teilermengen und auch damit argumentieren können. Das meint so, dass Sie dann sowas wie so GGT von A und B und davon das KGV mit A ist wieder so und so. Das wäre ja so argumentiert mit der Primfaktorzerlegung. Den erweiterten euklidischen Algorithmus sollte man können und mit Restklassen sollte man so ein bisschen rechnen und einfach argumentieren können. Und bei den Relationen, wer jetzt Relationen auf Eigenschaften prüfen, was rausfällt, ist wissen, was Äquivalenzrelationen sind. Die Ordnungsrelationen lösche ich einfach komplett aus den Folien noch raus, damit das klar ist, dass wir die gar nicht gemacht haben. Das ist auch kein großer Beinbruch. Also das Po-Set hätte ich natürlich gerne noch hergezeigt, aber das Partially Ordered Set, das wäre für die Dings nicht ganz unwichtig gewesen, ist aber nicht so tragisch. Und diese Funktionen auf Eigenschaften haben wir jetzt wenig gemacht, aber wir haben ja noch die ganze Übungssitzung. Ich würde fast dazu tendieren zu sagen, ah, das könnten wir auch weglassen, wenn Sie meinen, das war jetzt ein bisschen sehr kurz. Also da würde ich dann denken, da hätte ich nichts gegen. Das streiche ich, glaube ich, noch raus. In der Übung wird es drin sein, das ist aber, glaube ich, auch nicht so schlimm. Aber ich sage einfach mal, für die Prüfung fällt es dann aus. Da haben wir halt nur die Eigenschaften von Relationen und Äquivalenzrelationen und Ordnungsrelationen fällt halt raus. Das ändere ich nachher noch, damit das dann richtig im Moodle steht. Dann entschuldige ich mich fürs Überziehen und wünsche Ihnen dann nächste Woche wieder mal einen schönen Feiertag.